Guten Morgen und willkommen zurück in der Wüste von Nevada. Ich habe gemerkt, dass die letzte Episode 30 Minuten lang wurde. So viel Content auf einmal habt ihr gar nicht verdient. Das heißt, diese Episode endet jetzt. Bis morgen, tschüss. Woo! Das ist definitiv nicht die zweite Aufnahme dieser Art, die ich jetzt schon gestartet habe. Definitiv nicht. Definitiv nicht, weil ich hier runtergefallen bin und laden wollte und genau das ist letztes Mal passiert. Und laden wollte und dann gemerkt habe, dass ich schon seit 10 Minuten nicht mehr gespeichert habe seit der letzten Aufnahme und hier wieder alles unter Wasser war. Beautiful. Fucking beautiful. Und warum scheint es mir so, als wäre dieser Sprung hier nicht machbar? Das weiß ich nicht. Jetzt probieren wir es mal. So. Der Teil nach Tomb Raider 3, den ich am meisten gespielt habe, ist der vierte. Ich habe auch den ersten und den zweiten. Den ersten ein bisschen gespielt, den zweiten noch weniger. Den vierten habe ich aber sogar ziemlich gut weit durchgespielt. Der vierte ist etwas linearer. Der vierte hat auch ganz interessante Gimmicks. Zum Beispiel, dass man häufig in alte Level zurückkehrt, um dort dann andere Aspekte vom Level zu sehen. Ist ziemlich cool. Beautiful. Alles in allem. Wie, das ist kein Secret. Alles in allem. Ich komme da nicht mal raus. Ist der vierte Teil aber erheblich langweiliger als der dritte. Weil man an vielen Stellen einfach nicht so schön sterben kann wie hier. Hier kannst du an jeder Ecke und Ende sterben. Du kannst hier im Tutorial sterben. Kannst du im vierten auch, durchaus, häufig. Aber so schön, wie du hier sterben kannst, keine Chance. Keine Chance. Das gibt es nur in dem Teil. Gibt es im zweiten nicht, gibt es im ersten nicht. Ja, mach. Gib dem Spiel einfach so einen uniken Flavor. Ich weiß nicht, wie es in neueren Teilen aussieht. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich habe den fünften noch gespielt. Der heißt, glaube ich, Chronicles. Und der ist... Oh mein Gott, Alter. Nee. Der fünfte ist quasi kein eigener Teil. Chronicles, weil du Level aus den vorherigen vier Teilen spielst. Heilige Scheiße! Die Kamera hilft mir teilweise überhaupt nicht, so viel ist sicher. Also im fünften Teil, in Chronicles, spielt man tatsächlich nur Level aus den vorherigen Teilen wieder. Ich glaube, es ist so ein bisschen, Lara erzählt die Geschichte von den vorherigen vier Teilen. Nee, nee, warte, warte, warte. Die Geschichte ist so, dass Lara tot geglaubt ist nach dem vierten Teil. Und einer an der Beerdigung erzählt die Geschichte von ihren vorherigen Abenteuern. So war das. So, was haben wir jetzt hier Feines? Oh, nee, ich hätte mich nicht einfach ins Wasser fallen lassen können. Nee, ich hätte mich nicht einfach ins Wasser fallen lassen können. Das wäre ein großes Problem gewesen. Okay. Hier kommt jetzt Wasser lang. Das Rad dreht sich jetzt. Ich bin Speed. Okay. Ah, jetzt ist das Ding nach oben gegangen. Du Pissenelke. Nicht dein fucking Ernst, Brudi. Halt mal Abstand. Oh shit. Okay, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Die Granate ist irgendwie von der Wand abgesprungen, hat ihn erwischt. So, es war nämlich schon ganz nah dran an der sexuellen Belästigung bei dem Jungen hier. Kann ich das mal weglegen? So, das möchte ich hier haben. Das ist der Detonationsschlüssel. Können Sie es auch mal anschauen. Genau, Zündschlüssel. Das heißt, wir wissen genau, was wir jetzt als nächstes machen, nicht wahr? Wir gehen.
Oh, warte mal, komme ich da noch oben drauf? Das sieht nämlich fast so aus, als könnte man da vielleicht oben drauf springen. Eher nicht, oder? Vielleicht von hier aus. Ah, da schon mal gar nicht. Von der Höhe her könnte es reichen. Ich würde es nochmal probieren, weil das könnte ja sein, dass da oben ein Secret ist. So, vielleicht nochmal das. Lara, du dumme Fuzzi. Das ist doch nicht dein Ernst. Ah nee, das geht definitiv nicht. Ich sehe es gerade, da ist überall was drüber. Ja, da ist überall was drüber. Da können wir nicht hoch. Schade. Ja. Okay. Ich hätte gedacht, dass es da vielleicht noch ein Secret gibt. Da komme ich ja nicht hoch, ne? Nee, das wird nicht gehen. Vielleicht geht's, aber ich weiß es nicht. So. Ich könnte mich natürlich jetzt ins Wasser fallen lassen und vom Fluss tragen lassen und elendig wieder im ganz am Boden enden, aber das Bessere, was wir machen können, ist einfach hier lang zu gehen. Ist eine nervige Angelegenheit, weil es wieder Präzisionsarbeit ist, aber so, was für einen Sprung brauche ich hier? Brauche ich hier einen normalen Sprung? Brauche ich hier einen Sprung mit Anlauf? Brauche ich hier einen Sprung mit Festhalten? Keine Ahnung. Für mich sieht es aus, als würde der reichen. War ein Fehler. War ein Fehler. Selbstverständlich war das ein Fehler. So. Problem ist, ich kann hier nicht wirklich Anlauf nehmen. Warte mal. Jetzt probieren wir es nochmal. Nein, das funktioniert nicht. Ich kann hier nur ganz beschissen Anlauf nehmen. So vielleicht. Ja, das geht. Ja, ist okay. Komme ich darüber, ist die Frage, oder gehe ich... Da kann ich gar nicht rüber. Nee, da kann ich ja gar nicht rüber. So, da ist eine Decke im Weg, möchte ich nur gleich mal gesagt haben. Ich sehe schon kommen, dass wir den ganzen Scheiß nochmal hochlaufen müssen. Okay, das hat funktioniert. Von da aus, darüber gehe ich davon aus. Das Plattforming in diesem Game. Ich bleib dabei. Es ist so Hurensohn. Ihr könnt mein Gesicht nicht sehen. Es ist nicht sehr amused. Es ist nicht sehr amused. Darüber kann ich... Nee, darüber kann ich nicht. Darüber kann ich nicht. Das dürfte nicht gehen. Okay, das hat funktioniert. Sehr zu meinem Entsetzen. Und jetzt... Sag mir bitte nicht, dass ich... Oh Gott, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwo rüberspringen kann. Da kann ich nicht rüberspringen, oder? Das geht mich nur wieder... Ja, da komme ich nur wieder zurück. So, das heißt, ich müsste jetzt mit etwas Winkel da rüberspringen und das bringt mich nur ins Wasser. Ich muss einen großen Teil von dieser Scheiße nochmal machen. Weil das Spiel einen hasst. So, was das Spiel jetzt aktuell von einem will, ist, dass man das macht. Nein. Das Spiel möchte jetzt, dass wir das hier machen. Uns hier einmal fallen lassen. Uns hier festhalten, was wir nicht können. Weil es ist... Oh Gott. Wenn Lara zu weit fällt, kann sie sich nicht mehr an Kanten festhalten. Können wir das machen? Alter! Du dumme... Okay, das hat funktioniert. Es hat irgendwie funktioniert. Ich nehme es so hin. So, wir müssen jetzt wieder hier uns langhangeln. Weil warum nicht? Warum nicht, liebes Spiel? Ach ja.
Das heißt, den ganzen Shit, den wir vorhin schon gemacht haben, den machen wir jetzt nochmal. Nevada ist somit die letzte Rubrik. Also das ist so, so wie das Spiel will, dass man das Spiel spielt, ist Nevada eigentlich das letzte Gebiet. So. Hat es jetzt irgendeinen Einfluss auf den Schwierigkeitsgrad von dem Spiel? Nein. Ich denke, alle vier Gebiete sind gleich schwer. Egal, ob wir jetzt auf die Südseeinseln zuerst gegangen werden, London oder Nevada. Ich glaube sogar, meine persönliche Meinung ist, dass London das Schlimmste ist. Nicht, weil es unbedingt schwieriger ist, sondern weil es London einfach getaucht ist. Ertrinkt in Dunkelheit. Die Südseeinseln sind relativ hell. Nevada, das erste Level ist hell. Die danach, oh Gott, die danach nicht mehr so. Speicher. Und ja, London ist fucking dunkel, Alter. So, wir haben es geschafft. Wir haben den Detonationsschlüssel und den benutzen wir jetzt. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch. Da kommt ein fucking Stein auf uns zu. So eine Scheiße. Also da hat was Boom gemacht und jetzt gehen wir da runter. Und jetzt sehen wir, dass sich hier alles geändert hat. Und was wir jetzt machen können, ist nicht etwa, dass man jetzt hier tiefer reinkommt, weil ich meine, wir haben TNT auf den Boden gezündet. Nee, man kommt jetzt hoch hinaus irgendwie, weil halt Sinn und so. Nee, warte mal, da will ich nicht lang, oder? Da will ich lang. Plattforming in diesem Game. Man weiß nicht immer, wo man lang muss. Man weiß nicht immer, ob man den Sprung schafft. Man weiß viele Dinge in diesem Spiel nicht. So, da ist irgendwas. Das sieht doch. Was ist denn das? Ich erinnere mich dunkel. Da sind Dudes. Okay, wir sind wohl irgendwo angekommen, an irgendetwas Bewachtem. Ich weiß gar nicht mehr, ob die uns sehen können. Sieht nicht so aus. Clara ist halt zierlich und alles. Das ist, Alter, wie viele Granaten wir kriegen, das ist so nice. Nice! Ach ja, ich weiß jetzt wieder, was hier abgeht. Genau. Also was wir jetzt wollen, ist einmal hier rein. Ich weiß nicht, warum wir hier rein wollen, aber ich habe es jetzt gerade gesehen. Ah, warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Hier müsste es ein Secret geben eigentlich. Glaube ich. Könnte sein. Hier können wir einmal hoch. Jetzt bin ich aber natürlich runtergesprungen. Oh mein Gott. Bin ich jetzt drin? Oh, ich glaube, ich bin dann drin. Ich bin langsam verwirrt. Also da kommen wir hoch auf jeden Fall schon mal. Was gibt es hier oben Feines? Ah ja, da geht es nochmal hoch. Das sieht sehr. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Mach mal eine Fackel an. Da ist ein Hebel. Dann ziehen wir auch dran. Da würde ja nicht ein Hebel sein, wenn wir nicht dran ziehen sollen. Okay, keine Ahnung, wo das ist. Aber gut. Danke dafür. Da ist noch ein Hebel. Da ist noch ein Hebel. Natürlich sind da Hebel.
damit man viel Zeit damit verschwendet, ich hänge irgendwo fest, dieses Hebel zu ziehen, weil die Tür kann ja nicht einfach so offen sein. Okay, keine Ahnung, was der Hebel gemacht hat. Alter, Luft, Luft, Lara, Luft. So, jetzt müssen wir mal schauen, gibt es noch einen Hebel? Oder war es das jetzt schon? Die Tür geht nicht auf. Jetzt habe ich zwei Hebel gezogen. Der erste hat mir gezeigt, was er gemacht hat. Der zweite? Keine Ahnung. So, okay. Scheint es aber auch gewesen zu sein. Jawohl, scheint es gewesen zu sein. Ja, ich sehe nichts mehr. Also, jetzt wollte ich noch ein paar Sachen herzeigen, bevor wir hier weitergehen. Morgen, Lara, beweg deinen süßen Arsch. Und zwar, ich hab was Wunderschönes vergessen herzuzeigen. Das muss ich herzeigen, sonst wird ihr mich hassen. Also, jetzt gehen wir hier wieder zurück. Na komm. Was ich natürlich jetzt komplett vergessen habe. Also, speichern erstmal. Warum speichern wir? Ich weiß es nicht. Das sind so Symbole an dem Zaun. Ich frage mich, was sie bedeuten. Huch! Elektrischer Zaun. Kann man sterben, wenn man rangeht. Tja. So, was gibt's hier unten nochmal? Die Musik sagt mir Böses. Ich weiß nicht mehr, wo man lang muss. Ich glaube, am Ende des Tages muss man tatsächlich in beide Gebiete rein. Komm her, du Scheiße. Ja, du Scheiße. Ah, guck mal, hier ist die Tür aufgegangen. Der Tür verwirkt sich ein Hebel. Und damit haben wir jetzt Wasser irgendwo, wo vorher wahrscheinlich kein Wasser war. Danke, liebes Spiel. Okay, da haben wir nochmal den elektrischen Zaun. Ist da noch ein Dude? Ich kann Schritte hören. Da steht was. Photograph of this area is prohibited. Warning. Es ist aber erstaunlich, dass man darauf überhaupt was lesen kann, weil früher in solchen Spielen war das alles nur gibberish. Schauen wir mal, ob es da unten noch was gibt. Also, ich kann mich zumindest daran erinnern, dass das jetzt das letzte Areal sein müsste für dieses Level. Und das ist ein elektrischer Zaun, da kommen wir nicht drüber. Okay, hier scheint es nichts mehr zu geben. Da hoch kommen wir nicht. Nein. Gut, dann würde ich sagen, mache ich hier noch mal einen Cut für diese Mission. Und dann machen wir den Rest beim nächsten Mal fertig. Das dürfte es dann. Ich denke, eine Aufnahme noch und dann müssen wir es eigentlich haben. Das dürfte dann vollkommen reichen. Komme ich da auch wieder hoch? Komm ich da? Komm. Nein? So. Lass mich noch hier hochgehen, dann beende ich die Folge. Ich möchte noch zeigen, wie unglaublich elegant und grazil Lara ist. Ja, Mann. Oh mein Gott! Heilige Scheiße. So. Oh, warte mal, da können wir hoch. Was gibt's hier denn Feines? Habe ich hier noch ein Secret, das ich nicht gefunden habe? Nein, es ist absolut nichts. Erstmal gegen den elektrischen Zaun springen. So. Gut. Dann beenden wir das nächste Mal dieses Level. Und ich würde sagen, bis morgen.